Hey Leute und willkommen zu einem Video, besser gesagt einer neuen Serie, und zwar Prime Verliebt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und falls ihr weitere Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke und ich würde sagen, wir fangen an. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich kann es kaum abwarten. Verstehst du das nicht, Cindy? Kannst du bitte damit aufhören? Es nervt einfach nur. Warum bist du denn überhaupt so unglaublich glücklich? Du weißt, was ist. Prime kommt heute wieder von seiner Reise. Die war 3 Tage lang. Das war viel, viel zu lang. Ich habe ihn 3 Tage nicht gesehen. Amanda. Cindy. Amanda. Wir haben ihn doch so vermisst, nicht wahr? Also ich glaube, dieses Wir formen wir um in ein Ich, denn ich habe ihn definitiv nicht vermisst. Ich glaube, die Einzige, die ihn wirklich vermisst, bist du. Denn diesen Typ vermisst keiner. Sei doch nicht so gemein zu ihm. Mann, Amanda, wie gemein ich zu ihm bin. Also wirklich. Mann, hör auf damit. Das ist echt nicht lustig. Amanda, warum bin ich nochmal ihre Freundin? Ja, ich freue mich wirklich sehr. Definitiv. Ich glaube, es wird ein schöner Tag. Worüber geht's nochmal? Worüber? Es heißt worum. Oh, ihr seid echt komisch. Was stimmt nicht mit dir? Bist du ein Vogel oder was? Kann ich mal die Aufmerksamkeit auf mich beziehen? Warum ist sie nochmal in unserer Herde? Nein, kriegst du nicht. Guck nach vorne. Amanda, was ist jetzt los? Also, wir müssen heute wieder feiern. Was heißt denn wieder? Lecky, du nervst langsam echt mit deiner komischen Sprache. Du willst cool sein, aber du bist gar nicht cool und keiner will was von dir. So, heute müssen wir feiern, dass Prime wiederkommt. Also ich bin ehrlich froh, dass er immer weg war. Ja. Und außerdem, ich habe nicht mehr davon Okay. Amanda, ich glaube, wir sollten uns beruhigen. Cindy, nur weil du dich nicht so freust, musst du dich für mich freuen. Doppelte Freude ist doch die beste Freude. Nein. Jetzt sag mir mal ganz ehrlich, was ist mit dir los? Ich meine, so vorher klar, das hat jeder gemerkt. Aber so sehr? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Was ist hier los? Oh, das ist die Stimme von Prime. Was? Prime, du bist ja wieder da. Wie geht's dir? Ja, Prime. Ich muss ehrlich sagen, diese Reise hat mir eigentlich ganz gut getan. Und ich freue mich wirklich, euch wiederzusehen. Und was hast du da so gemacht? Ja, sag mal, wie war denn deine Reise so? Ich möchte euch zuerst jemanden vorstellen. Hi, ich bin Princess und ich gehöre jetzt mit zu eurer Herde. Denn Prime hat mich bei seiner Reise gefunden. Gefunden, versteht ihr? Und ich wollte mich dazu anschließen, also zu euch anschließen. Ich habe mich einfach dazu beschlossen. Ich fand, das wäre eine gute Idee. Aber du kanntest ja unsere Herde noch nicht mal. Woher willst du dann wissen, dass die Herde gut für dich sei? Naja, wenn Prime schon so einen sympathischen Eindruck gemacht hat, warum sollte es nicht seine, ihr wisst schon, sein, eine Untertan, versteht ihr, weil er der König ist? Du nennst uns Untertan? Also wirklich ein Untertan bin ich nicht. Wir sind die Herdenmitglieder, genauso wie Prime. Und du? Also ein Untertan will ich auch nicht sein. Es tut mir wirklich leid, so sollte das auch nicht rüberkommen. Ist okay. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde, damit auch jeder weiß, wer jeder ist. Aber wir wissen doch schon, wer wir sind. Amanda, The Princess. Ich bin Snow, Mirabella, Trix, Brownie, Blackie, Cindy. Und du bist Amanda. Ja, ich bin Amanda. Schön, dass wir dich kennengelernt haben. Komm mal bitte mit. Du machst dich echt zum Affen, weißt du das eigentlich? Also in einem Punkt hast du vielleicht recht, sie ist irgendwie unsympathisch. Aber trotzdem, wie du dich da aufgeführt hast, denkst du, das ist nicht ein bisschen zu viel, Amanda? Okay, ich hab's eingesehen. Vielleicht ein bisschen zu viel Dramatik, okay? Aber wie die sich da aufführt, wir sind die Untertanen, also na hör mal. Ja, muss man glaube ich nicht verstehen. Und er mag sie. Kannst du dir das vorstellen? Er mag sie. Mag er dich denn? Ja, kannst du ihn gerne mal fragen, ob er mich mag.
Was ist das für eine Frage? Ja, weiß ich doch nicht. Du magst ihn doch und nicht ich. Macht es denn Sinn, wenn er eine hat und du ihn dann trotzdem magst? Du verstehst das nicht. Hey, ich helfe dir dabei, okay? Ich helfe dir dabei. Oh Mann, wirklich? Tust du das wirklich für mich? Ja, ich tue das für dich. Oh Mann, Sandy, danke. Du bist echt ein Schatz. Und wofür war das gerade? Was? Alles gut, alles gut. Teambesprechung. Komm mit, Primchen. Zwiebelschirm. Was? Warum? Okay. Was hast du mit diesem Mädchen vor? Ja, was hast du mit diesem Mädchen vor? Also, erst einmal, wir sind nur Freunde, okay? Und ich habe sie einfach nur mitgebracht. Naja, sie scheint dich ja schon ziemlich zu mögen. Ja, sie scheint dich ziemlich zu mögen. Ich brauche nicht die ganze Zeit einen Papagei, der mir alles nachspricht. Ich bin ein cooler Papagei. Nein. Nein, einfach nein. Ich kann fliegen. Kannst du nicht. Ich bin schön. Ja, vielleicht. Vielleicht? Vielleicht hast du gerade gesagt, vielleicht. Hast du wirklich gesagt, ey, ist gut. Es ist gut, okay? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, sich jetzt deswegen zu streiten, oder? Nein, doch. Okay, okay, nein, macht keinen Sinn. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Also, es war am Strand und da lief er einfach auf einmal so lang und ich saß da. Ich war ganz allein und danach kam er zu mir und hat gefragt, wo meine Herde sei. Und ich habe dann auch gefragt, wo seine Herde sei und hat gesagt, hier und da und können wir auch zu diesem Strand. Wow, er ist ganz schön weit entfernt von hier. Also wir sind ja auch sehr lange gegangen. Wie lange seid ihr gegangen? Eine Woche. Eine Woche? Aber er war doch erst 3 Tage weg oder so, oder 4. Ja, es hat sich angefühlt wie eine Woche, aber wir sind insgesamt nur einen Tag gegangen, weil wir uns am ersten Tag schon kennengelernt haben. Also am zweiten Tag. Versteht ihr? Irgendwie macht das keinen Sinn, aber okay. Die ist so komisch. Ja, haben wir jetzt schon 3-mal verstanden, dass du diese komisch findest. Warum geht's jetzt wieder? Prime, hast du kurz Zeit? Ob ich Zeit hab? Ich hab immer Zeit. Komm mit. Flirty, flirty, ulala. Was hast du gerade gesagt? Willst du auch mit mir mitkommen? Wir können so ein bisschen flirten. Nein! Okay, okay. Hey, ich bin jetzt auch ein Mädchen. Blackie, geh weg, du bist kein Mädchen. Ja. Was hat der denn heute gegessen? Komm mit, komm mit, komm mit! Was ist los? Psst, da raschelt irgendwas. Nee, war glaube ich nur ein Käfer oder so. Also, ich bin echt froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich muss mich echt bei dir bedanken. Ich bin froh, dass ich in diese Herde gekommen bin. Ich muss ehrlich sagen, das freut mich auch. Du bist wirklich wunderschön und echt sehr nett. Das Gleiche kann ich auch wirklich nur zurückgeben. Mehr erfahrt ihr im zweiten Teil. Ja, Leute, das war jetzt die erste Folge von wieder einer sehr langen... Also, ich habe sehr lange keine Verliebt-Serien gemacht. Aber jetzt kommt wieder eine und ich hoffe, sie gefällt euch. Genau, schreibt mir Videovorschläge oder irgendwas in die Kommentare und vergesst wirklich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts in Zukunft verpasst. Also ihr könnt es ja checken. Neben dem Abo-Button gibt es ja so eine kleine Glocke und dann klickt ihr einfach drauf und dann klickt ihr auf alle aktivieren. Das sollte sein. Also könnt ihr wirklich gar nichts mehr verpassen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bye!